Hallihallo und einen wunderschönen guten Abend heute hier am 26. August 2021. Ja, ein etwas anderer Anblick, der sich hier gibt diesmal. Und zwar stehe ich im Inneren der Garage, der halbwegs aufgeräumten Garage mit tatsächlich etwas Stauraum. Denn ich wünschte, ich könnte jetzt im Hausinneren Neuigkeiten präsentieren, dass es da jetzt in ganz großen Schritten vorangegangen wäre. Aber da ist im Vergleich zum letzten Mal tatsächlich nicht allzu viel passiert, denn wir wurden einfach vom Estrichleger hier jetzt immer wieder vertröstet. Der Termin hat sich immer wieder verzögert. Da war ein Betriebsurlaub dazwischen und mittlerweile warten wir eben seit vielen Wochen tatsächlich auf das Legen des Estrichs. Und in der Zwischenzeit kann man da einfach im Hausinneren selbst nicht viel tun. Da liegen jetzt halt die Heizungsrohre, das Styropor, der Fußbodenaufbau. Das möchte man natürlich alles nicht beschädigen. Und dementsprechend, ja, kann man da jetzt halt einfach nicht sinnvoll weiterarbeiten. Einige Kleinigkeiten, die konnte ich erledigen, gerade im Hausanschlussraum. Da konnte ich den Zähler schon an die Wand hängen, den Raum streichen. Man kann auch sehen, ich habe quasi noch die gleichen Klamotten an, bin hier ordentlich eingesaut eben. Und das werde ich sicherlich auch nochmal in dem einen oder anderen Video später thematisieren. Aber im Großen und Ganzen ist da einfach nicht viel passiert und ich hoffe jetzt einfach ganz stark, dass es in der nächsten Woche damit dann weitergeht. Es hat auch einen ganz speziellen Grund, warum ich jetzt hier im Inneren der Garage stehe. Zum einen habe ich die letzten Tage eben nutzen können, hier die Garage mal wirklich freizuräumen, den Müll zu entsorgen und hier so ein bisschen klar Schiff zu machen. Denn in der Vergangenheit im Baustellenalltag, da hat sich das einfach irgendwie nie so ergeben. Man hat immer seine Sachen hier halt zwischengelagert und da ist dann eben doch einiges an Unordnung entstanden und das Garagentor und der Antrieb, die waren gar nicht mehr so richtig zugänglich. Und jetzt aktuell ist hier eben gerade ein bisschen Platz, bevor jetzt das nächste Material eintrifft für die abgehängten Decken und so weiter, möchte ich die Möglichkeit jetzt einfach nutzen, um hier am Garagentor einige Arbeiten durchzuführen, die ich auch schon im Vorfeld geplant oder mir eben vorgenommen habe. Und das möchte ich eben heute und in den nächsten und folgenden Tagen eben ausführen. Auch im Außenbereich, das ist jetzt nicht so richtig einladend, da verpasst man aktuell nicht allzu viel. Es ist zwar nach wie vor hell, auch hier am Abend noch, aber es regnet eben auch ganz stark oder hat sich in den letzten Tagen und so weiter stark geregnet. Dementsprechend schaut auch der Boden aus, ist halt nass und schmutzig. Und das macht jetzt einfach eigentlich so viel, sonderlich viel Spaß, sich da im Außenbereich aufzuhalten, obgleich es eben dort auch genug zu tun gäbe. Aber wie gesagt, jetzt heute und wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen werde ich mich jetzt hier mal in der Garage aufhalten und eben hier die ein oder andere Kleinigkeit erledigen. Eine wesentliche Rolle soll dabei eben das Garagentor spielen, das man hier jetzt sehen kann. Wir haben eben hier so eine Doppelgarage, die ist insgesamt eben 6 auf 6 Meter breit durch zwei so Elemente. Die Vordergarage, also hier jetzt hinter dem Garagentor befindet sich eben die Einfahrt. Das kennt ihr ja sicherlich auch schon aus anderen Videos. Und dieses Garagentor ist, glaube ich, 5,50 Meter breit in etwa und wird eben angetrieben durch einen einzigen Antrieb, der sich hier jetzt oben über diese Führungsschiene, die kann man hier jetzt eben sehen. Und am Ende dieser Führungsschiene sitzt der Antrieb, der das Garagentor eben bewegen kann, auf und ab. Und das funktioniert soweit auch. Auch das habe ich ja, glaube ich, in vorangegangenen Videos schon präsentiert. Also das Tor grundsätzlich, wenn man es dann am Strom anschließt, kann man das dann auch über die Funkfernbedienung oder eben direkt am Gerät, sind auch ein paar Knöpfe, kann man das bedienen, funktioniert soweit. Allerdings wird das meinen Ansprüchen nicht so ganz gerecht und daher möchte ich diesen Antrieb eben austauschen. Es ist nun nämlich so, dass dieser Antrieb eigentlich ein Antrieb eines anderen Herstellers ist. Das heißt, der Garagenhersteller, der kauft die halt wahrscheinlich in Mengen ein, lässt da irgendwie seinen Aufkleber draufkleben und für die allermeisten Kunden spielt das überhaupt keine Rolle. Wenn man aber etwas im Internet recherchiert, findet man eben heraus, dass das eigentlich ein Marantec-Antrieb ist, ein Marantec Comfort 370. Und mit diesen Schlagwörtern oder mit diesen Informationen findet man eben dann heraus, was es da für Zubehör gibt und welche Möglichkeiten es gibt, das Ganze an sein System anzubinden. Ja, und bei dieser Recherche musste ich dann einfach ganz schnell ernüchternd feststellen, dass dieser Antrieb sich leider nicht so ganz gut in andere Systeme integrieren lässt, zumindest nicht ja, in einer nativen Art und Weise. Es gibt hier keinerlei Schnittstellen, um mit KNX oder Modbus oder anderen Standards eben zu kommunizieren. Es gibt einzig und allein die Möglichkeit, hier über entsprechende Erweiterungsplatinen, die dann auch nicht ganz günstig sind, ja, binäre Signale zu kriegen. Man kann das Ding dann hoch und runter fahren, man kriegt vielleicht das Licht eingeschaltet, aber man kriegt jetzt hier keinerlei Rückinformationen. Ist das Garagentor geöffnet? Ist es geschlossen? Befindet sich es in einer Lüftungsstellung? Das ist dann alles nicht so einfach. Es gibt da wohl Möglichkeiten, weitere Relays und Erweiterungsplatinen anzuschließen. Das bleibt aber alles so eine binäre Sache.
und das ist jetzt hier eben keine komfortable Kommunikation mit dem Gerät oder mit dem Antrieb einfach möglich. Ja, und das war mir persönlich jetzt einfach nicht gut genug. Ich möchte hier jetzt im Neubau einfach so wenig Kompromisse wie möglich eingehen, wenn es um solche Themen geht und hier nicht solche Fricklereien mit irgendwelchen binären Signalen eingehen, die ich dann auswerten muss mit Binäreingängen, die ich dann schalten muss mit Schaltaktoren und wo ich dann am Ende des Tages halt, ja, ich sage jetzt mal, das einfach negativ frickeln muss, sondern ich wollte das hier wirklich so nativ und so einfach wie möglich haben und eben auch so viel Informationen wie möglich vom Antrieb zurückerhalten. Also ich möchte dann wissen, in welcher Stellung befindet sich das Garagentor. Ich möchte es gezielt in bestimmte Stellungen fahren können, um zum Beispiel es in eine Lüftungsstellung fahren zu können oder eben in eine Stellung, sodass ein Paketbote ein Paket hier hineinlegen kann, aber jetzt nicht ohne größeren Aufwand in die Garage hineingelangt. All solche Themen, das ist halt mit so binären Signalen nicht so ohne weiteres möglich. Da habe ich mich kurzerhand dazu entschlossen, den Garagenantrieb nochmal zu ersetzen, gegen ein anderes Modell zu ersetzen, das eben meinen Anforderungen gerecht wird. Ja, und wenn man sich eben mit diesen Garagentorantrieben auseinandersetzt, dann stellt man eben auch ganz schnell fest, so viele Hersteller und so viele Mitspieler gibt es da gar nicht. Also man landet ganz schnell beim Hersteller Hörmann. Und ja, auch ich bin bei Hörmann gelandet und habe mir eben einen Torantrieb von Hörmann hier zugelegt. Hier jetzt also mein Antrieb von der Firma Hörmann. Das ist jetzt auch kein Werbevideo oder sowas, den habe ich mir selbst zugelegt und wie gesagt, es gibt da gar nicht so viele Optionen beim Garagentor. Das Schöne bei diesem Hersteller oder insbesondere bei dieser Serie, auch da muss man nochmal aufpassen. Ich habe jetzt hier ein Supramatic P4, also ein Antrieb der vierten Generation und hier gibt es einfach die Möglichkeit, über diesen internen Bus, den es da gibt, irgendeinen Hörmann-Bus, an diesen kann man eben verschiedene Schnittstellen anschließen. Ich habe jetzt ein KNX-Gateway oder eine KNX-Schnittstelle und ich kann einfach diesen Antrieb dann nativ mit KNX steuern. Es gibt wohl auch noch eine Reihe von anderen Gateways oder Schnittstellen, die man da an den Antrieb anschließen kann, um das eben in Verbindung mit anderen Systemen auch nutzen zu können. Bei mir hat sich halt KNX angeboten und soweit ich weiß, ist das auch die einzige Möglichkeit, um wirklich einen Garagentorantrieb nativ und direkt mit KNX anzusteuern, ohne eben diesen Umweg über Schaltaktoren und Binäreingänge zu gehen und auf diesem Weg eben eine Menge Informationen zu verlieren, sondern man kriegt hier wirklich jetzt ja, die Informationen, so wie sie eben dem Antrieb auch vorliegen. Und im Folgenden wird es nun eben darum gehen, diesen Antrieb hier zu montieren, beziehungsweise irgendwo hier an dieser Stelle, um eben das Garagentor bewegen zu können. Ich habe dann auch dazu passende Funkfernbedienungen, um das eben auch aus der Ferne auslösen, öffnen zu können. Ich habe auch tatsächlich Lichtschranken mir schon zugelegt als Zubehör, um das Garagentor auch automatisiert schließen zu können, wieder unbewacht. Und all das möchte ich eben im Laufe der nächsten Tage und Wochen installieren, sodass die Garage eben oder der Garagenantrieb soweit funktioniert und später dann eben in mein KNX-System eingebunden werden kann. Aktuell gibt es ja eben noch keine KNX-Leitung in dem Sinne. Es gibt jetzt nur das baumende Stromkabel. Hier an der Stelle habe ich auch schon Strom in der Garage. Ich habe eben hier in dieser Ecke auch die Möglichkeit, eine Verbindung in meinen Hausanschlussraum. Also hier wird später auch noch eine Menge passieren in Bezug auf die Verkabelung und so weiter. Aber der Garagentorantrieb muss eben montiert sein. Und darum soll es eben jetzt in den nächsten Schritten gehen. Und es wäre jetzt natürlich zu schön und zu einfach, wenn man jetzt hier einfach den Antrieb herunterschrauben könnte und den neuen Antrieb von Hörmann eben hier installieren könnte. Geht leider auch nicht, denn wie gesagt, das ist jetzt eigentlich ein Antrieb von Marantec. Dementsprechend ist auch diese Antriebsschiene, diese Führungsschiene von Marantec. Und ja, die ist wiederum nicht kompatibel mit Antrieben von Hörmann. Das heißt, man braucht dann eine andere Führungsschiene, denn da hat jeder Hersteller seinen eigenen Standard. Die sind natürlich in der Funktion sehr ähnlich und gleich, in der Realität aber eben nicht kompatibel. Das heißt, man muss halt hier einfach das System oder die Führungsschiene seines Herstellers installieren. Und dementsprechend ist der Aufwand natürlich größer, wenn man hier so eine Umbaumaßnahme vornimmt. Vielleicht an der Stelle noch ein paar Worte dazu, wie so eine Führungsschiene überhaupt funktioniert. Und zwar, man kann es ja sehen, hier in der Führungsschiene, da ist eben so ein Riemen eingearbeitet und dieser Riemen wiederum bewegt hier diesen Schlitten, also das ist jetzt hier so ein Plastikschlitten und an diesem Plastikschlitten wiederum ist eben so ein Gestänge, so Führungsstangen hier montiert, die wiederum am Tor montiert sind und das heißt, durch den Antrieb, der an der anderen Seite sich befindet, der versetzt eben diesen Riemen in Bewegung und dadurch gerät auch dieser Schlitten hier in Bewegung. Man kann das, jetzt ist es in so einer Endregelposition, ich kann das eben händisch jetzt hier gerade mal nachstellen. Also das Ganze
bewegt sich hier jetzt einfach in der Führungsschiene und wird dann einfach, na gut, so einfach ist es eben nicht, weil es händisch mit einer Hand eben nicht so einfach bewegen lässt, aber am Ende des Tages bewegt sich dieser Schlitten hier in der Führungsschiene vor und zurück und nimmt das Tor halt entsprechend mit. Und der Motor hat eben die Endlagen eingespeichert und kann sich dann auch anhand des Widerstands und so ein bisschen orientieren, wo sich das Tor gerade befindet und fährt das halt dann einfach von der einen in die andere Endlage bzw. in beliebige Zwischenstellungen. Ja, und auch der neue Antrieb ist genauso aufgebaut. Also das Prinzip ist genau das gleiche. Es gibt halt hier jetzt die an der einen Stelle, das ist jetzt das Ende. Hier wird eben der Antrieb eingesetzt. Das Schöne bei Hörmann ist jetzt wiederum, dass wenn man diese Schiene mal montiert hat, soweit ich weiß, sind hier alle Hörmann-Antriebe kompatibel. Das heißt, hat man schon irgendein System von Hörmann, kann man auch den Antrieb relativ einfach austauschen. Man muss halt hier den Antrieb herausnehmen und den neuen einsetzen. Diese Antriebe, die sehen eben in etwa so aus. Da kommt eben so eine Welle heraus, die ist ein bisschen geriffelt, damit das Ganze nicht durchdreht. Hier gibt es nochmal Schrauben mit der Möglichkeit, dass dann mit so einem Metallprofil eben dort nochmal zu fixieren. Und damit kann man eben diesen Riemen, der sich hier jetzt im Inneren der Schiene befindet, in Bewegung setzen. Und damit wiederum versetzt man den Schlitten, der sich hier befindet, in Bewegung. Also das Prinzip ist eben genau das gleiche wie auch schon bei dieser Schiene. Und deswegen ist es eben besonders schade, dass man hier jetzt nicht die Schiene beibehalten kann und nur den Antrieb tauschen kann, sondern dass man hier jetzt wirklich alles zusammen austauschen muss. Diese Schiene übrigens, auch das ist ein bisschen anders, je nach Garage, je nach Hersteller, je nach System. Die ist in meinem Fall jetzt hier eben direkt an der Decke festgeschraubt. Kann man hier sehen, das ist dann einfach alle paar Meter hier so in die Decke, in den Beton reingeschraubt und geht hier durch so eine Öffnung. Und an der anderen Seite, auf der anderen Seite sitzt halt der Antrieb. Es gibt auch Systeme, die dann nochmal quer abgehendes Gestänge haben von diesen seitlichen Führungsschienen. Und da sitzt dann diese Schiene oben drauf und ist irgendwie miteinander verschraubt. Also da gibt es einfach verschiedene Systeme. Das kommt ein bisschen auf den Hersteller des Garagentors und der Garage an, was da eben verbaut ist. Da muss man sich eben vorher schlau machen. Aber alles in allem, das Prinzip ist immer gleich. Seitlich gibt es diese Führungsschienen, zumindest jetzt bei so einem Sektionaltor. Und irgendwie mittig muss es halt diese Führungsschiene geben. Ja, und ich habe jetzt hier eben so ein bisschen durch die Montageanleitung geblättert, um mir einfach einen Eindruck zu machen davon, wie ich das Ganze zu montieren habe. Und interessanterweise oder traurigerweise ist mein Anwendungsfall hier gar nicht beschrieben. Also es geht im Endeffekt immer darum, hier in dieser Anleitung, dass man diese Führungsschiene für den Antrieb eben an der Decke abhängt und dass es auch so eine seitliche Verbindung der beiden Führungsschienen des Sektionaltors gibt. Gibt es ja in meinem Fall nicht. Ich möchte diese Schiene direkt an die Decke schrauben. Und das ist hier jetzt einfach nicht vorgesehen und mit dem mitgelieferten Zubehör ist das auch gar nicht so ohne weiteres möglich. Also es gibt zum einen hier so ein, ich glaube Sturzgelenk nennen die das. Also das hier ist dieses Teil, das kommt eben ganz vorne an die Führungsschiene. Also das ist dieses Teil hier, damit kann man das Ganze dann eben idealerweise nach vorne hin anschrauben und abstützen, da liegt eigentlich die eigentliche Last drauf, denn das Garagentor, also diese ganze Schiene, die stützt sich hier jetzt eben ab und dann wird an anderen Stellen mit anderem Zubehör gearbeitet, hier jetzt bei Hörmann, nämlich mit diesem Teil und das ist zu sehen, glaube ich, auf der nächsten Seite, nämlich hier, das wird auf die Führungsschiene aufgeschoben und dann gibt es hierfür nochmal so Bleche, um das Ganze dann bei der richtigen Länge eben so ein bisschen zu verbiegen und es dann an die Decke zu schrauben. Und das Ganze sieht dann eben so aus, dass man hier jetzt von der Decke abgehängt einige Zentimeter eben diese Führungsschiene montiert. Bringt mir jetzt in meinem Fall nur nichts, denn ich muss das ja direkt an die Decke schrauben und ich würde das gerne auch so machen, dass das wirklich auch hält und ich mir da keine Gedanken in den nächsten Jahren machen muss. Und aus meiner Sicht fehlt einfach hier dieses Teil, also das liegt mir in einfacher Ausführung jetzt vor, aber ich möchte ja diese Schiene mehr als einmal an die Decke schrauben, also auch die Schiene, die es hier schon gibt, kann man sehen, die ist einmal hier und ein zweites Mal hier festgeschraubt und auch so in etwa möchte ich das auch machen, also ich würde die gern mehr als nur einmal festschrauben. Hier vorne liegt eben, wie gesagt, die eigentliche Last drauf, das dient jetzt sicherlich nur der Halterung des Gewichts und so weiter,
aber mit dem Motor auf der anderen Seite, der ja auch ein bisschen was wiegt, und die ganze Führungsschiene, die dann eben als langer Hebel wirkt, würde ich das gerne mehr als nur einmal festschrauben. Und dementsprechend muss ich mal schauen, wo ich so ein Zubehör jetzt auftreibe. Ja, etwas schade, dieses Teil liegt jetzt mit dem Zubehör, das mitgeliefert wird. Ich hatte da eben eine Version gekauft, die mit Zubehör eben ausgeliefert wird, um das zu installieren. Da liegt dieses Teil aber nur einfach vor und man kann das nachbestellen. Ich habe gerade mal so ein bisschen recherchiert, kostet auch nicht viel, aber ich habe es halt gerade nicht hier vor Ort und ich würde das schon ganz gerne ordentlich machen und eben jetzt nicht die Schiene da irgendwie durchbohren und das so fixieren, sondern wirklich mit diesem Teil arbeiten. Wobei selbst dieses Teil eher in die Kategorie Improvisation fällt, denn auch das ist nicht für die Montage direkt an der Decke gedacht. Man kann es ja sehen, die seitlichen Löcher hier, die sind viereckig. Das hat einfach den Hintergrund, dass hier also nicht vorgesehen ist, das damit direkt an die Decke zu schrauben, sondern das ist eigentlich dazu gedacht, das mit diesem Teil zu verbinden. Da gibt es dann halt eine Schraube mit so einem eckigen, ja, mit so einem eckigen Profil, damit die dann sich eben nicht dreht. Und von der anderen Seite kann man dann die Mutter eben hineinschrauben und muss oder kann das eben dann festziehen, ohne dass man jetzt von beiden Seiten Zugang braucht. An sich für den Fall einer Abgängendecke sicherlich eine schöne Lösung. Etwas schade, dass von Hörmann es hier keinerlei Möglichkeit gibt, das direkt an die Decke zu schrauben, also dass das gar nicht berücksichtigt wird. Scheint hier im Handbuch so zu sein, auch im Internet konnte ich dazu nichts finden und das scheint wirklich so zu sein, dass das gar nicht vorgesehen ist vom Hersteller. Dementsprechend mache ich für heute und für jetzt bereits Schluss an dieser Stelle. Ein bisschen mehr habe ich mir dann doch vorgenommen, aber die Uhrzeit schlägt auch schon vor, dass man hier Feierabend für heute macht, dass man es gut sein lässt für heute. Und ja, ich werde jetzt eben zusehen, dass ich dieses Teilchen noch irgendwie bestellt bekomme. Wenn ich in ganz großer Not wäre, hätte man das sicherlich auch mit dem Einzelnen hier befestigen können. Vielleicht an der zweiten Stelle, dass diese Führungsschiene durchbohren können und dann eben da eine Schraube hineinschrauben können. Und das würde sicherlich auch irgendwie halten. Allerdings bin ich eben nicht in ganz großer Not und möchte das eben lieber sauber und ordentlich machen, anstatt hier irgendwelche faulen Kompromisse einzugehen. Das soll eben möglichst lange halten. Keine Ahnung, wann man das nächste Mal dahin fasst und dann freut man sich eben, wenn das sauber ausgeführt worden ist und wenn einem das nicht irgendwie im Laufe der Jahre auf den Kopf oder auf das Auto fällt. Insofern, ja, die Zeit nehme ich mir jetzt eben. Wie gesagt, heute ist die Uhrzeit, schlägt eh schon vor, dass man Feierabend macht und dann sehen wir uns einfach an anderer Stelle wieder. Und ja, dann setzen wir dieses Projekt mit dem Austausch des Garagenantriebs eben fort. Bis dann!